Wir gehen in unserer heutigen 360-Grad-Tour durch ein zweigeschossiges Haus mit rund 150 Quadratmetern. Diese Tour ist eine 3D-Variante der 360-Grad-Tour. Das heißt, ihr könnt euch wirklich im 3D-Raum frei bewegen, wie in einem Computerspiel. Klicken wir mal auf die Außenansicht und probieren das aus. Wir sehen, das Haus hat ein Satteldach, daher das S im Namen. Ein typisches Toskana-Haus hat ja immer ein Walmdach. Mir gefällt die Farbe in Beige sehr gut. Drehen wir uns einmal außen rum und gehen dann direkt rein, indem wir rechts auf Diele klicken. In diesem Menü kann ich mich durch die einzelnen Räume bewegen. Starten wir im Eingangsbereich mit rund 4 Quadratmetern und ändern doch gleich mal die Standardfliesen. 4 haben wir zur Auswahl. Das aber nur als Inspiration, denn bei der eigentlichen Bemusterung habt ihr natürlich wesentlich mehr Fliesen zur Auswahl in verschiedenen Größen und Farben. Links haben wir gleich das Gäste-WC mit 3,5 Quadratmetern. Bei den Wandfliesen funktioniert das ganz genauso. Klickt einfach auf das Pipettensymbol und wählt eine Farbe aus. Die gezeigten Sanitärobjekte sind dem Standardprogramm nachempfunden. Man kann es in einer 3D-Visualisierung wie dieser natürlich nicht ultra realistisch machen, aber man kommt dem schon sehr, sehr nahe. Von hier gehen wir weiter ins Wohn- und Esszimmer. Zehn Quadratmeter davon sind für die Küche reserviert. Hier ändere ich gleich mal die Farbe der Küchenzeile ab. In Weiß gefällt sie mir ganz gut. Den Standard-Laminatboden im Wohnzimmer hätte ich gerne etwas heller. Eiche Bari sagt mir zu. Um meine Auswahl von oben zu betrachten, klicke ich auf Erdgeschoss und sehe das komplette Geschoss aus der Vogelperspektive. Gehen wir mal ans andere Ende vom Raum und probieren eine andere Aufstellung der Möbel aus, indem wir auf Anordnung ändern klicken. Auch eine Möglichkeit. Da hinten im Eck haben wir die Speis mit 2 Quadratmetern und die ist sinnigerweise im Standard auch gefliest, ebenso wie die Küche. Bevor wir weitergehen ins zusätzliche Zimmer im Erdgeschoss, probieren wir noch eine andere Fensterfarbe aus. Anthrazit ist auch sehr schick und passt gut als Kontrast zu dem hellen Boden. Lassen wir das mal so und gehen weiter zum Treppenbereich mit 4,5 Quadratmetern. Hier haben wir eine Standardtreppe in 3D nachgebaut, so gut wie es eben im 3D-Modell geht. Die echte Standardtreppe könnt ihr in der Leistungsbeschreibung bebildert sehen. Wir gehen ins Gästezimmer mit 16,5 Quadratmetern. Hier hätte ich gern eine andere Wandfarbe. Das Olivgrün finde ich sehr schick. Die Gitter hier am Boden sind die Zuluft der zentralen Lüftungsanlage. Wir haben also immer frische Luft im Haus. Die kann man im Erdgeschoss übrigens auch in der Decke platzieren. Abgesaugt wird die verbrauchte Luft dort, wo die Gerüche am stärksten sind, also in Küche und Bad. Jetzt können wir die Treppe direkt benutzen, um nach oben zu gelangen.
weniger holprig ist das, wenn wir direkt auf Obergeschoss klicken. Und voilà, wir haben direkt Einblick in alle Zimmer im OG. Das Zimmer 1 hier oben hat genau die gleiche Größe wie das Zimmer darunter. Also auch 16,5 Quadratmeter und ist auch genauso geschnitten. Das können wir direkt mal über das Menü rechts vergleichen. Zimmer 1 und Gästezimmer im Erdgeschoss. Auch hier hätte ich gerne meine olivgrüne Wand. Obwohl cremefarben ist genauso schick. Das Zimmer daneben ist nochmal 2 Quadratmeter größer. Und hier sehen wir außen an den Fenstern die Aluminiumrollläden angedeutet, die bereits im Basispreis an jedem Fenster verbaut sind, erhältlich in verschiedenen Farben, ohne Aufpreis mit hochwertigen Elektromotoren von Selve. Probieren wir im Obergeschoss mal einen anderen Boden. Eiche Manor finde ich ganz gut. Natürlich könnt ihr in der realen Bemusterung auch für jeden Raum einen anderen Boden wählen. Ich persönlich mag es lieber einheitlich. Im Zimmer 2 nehmen wir mal eine blaue Wand und sehen uns kurz um. Man sieht, hier ist reichlich Platz auch zum Arbeiten. Schauen wir ins Bad mit 12,5 Quadratmetern. Übrigens, von diesem Haus gibt es, falls ihr es noch nicht kennt, ein zweites Video, in dem ich mit Marcin, einem der Geschäftsführer von Green Homes, durch das Haus laufe und einiges zur Bauweise erfahre. Hier haben wir ein optionales Doppelwaschbecken und außerdem 1,20 Meter hochgefließte Wände, so wie das im Standard aussieht. Um die Ecke befindet sich natürlich die Dusche. Der Ablauf hier sieht in real anders aus, nämlich V- oder punktförmig. Auf der anderen Seite unserer T-Wand ist das WC angebracht. An der Decke der Galerie sehen wir die Dachbodenluke mit ausziehbarer Treppe im Standard enthalten. Ein Zimmer haben wir noch mit integrierter Ankleide. Die hat mit 6 Quadratmetern reichlich Platz und das Schlafzimmer hat nochmal 14,5 Quadratmeter. Blau ist eine beruhigende Farbe, die nehmen wir mal für die Wand. Damit haben wir alle Räume im Obergeschoss besichtigt. Ein Zimmer fehlt noch, das weniger spektakulär, aber dafür umso wichtiger für den Betrieb des Hauses ist, nämlich der Technikraum. Dazu gehen wir erst noch in die Küche, denn von hier aus haben wir die Möglichkeit, die Türe zum Technikraum zu öffnen. Dazu klicken wir einfach auf diesen Button. Und hier haben wir in 4,5 Quadratmetern die komplette Haustechnik untergebracht. Sicherungskasten, Luftwasserwärmepumpe, Lüftungsanlage, Waschmaschine und Trockner. Bitte jetzt nicht auf die Anordnung hier versteifen. Der Visualisierer ist kein Techniker, der hat das einfach so reingestellt, wie er es sich dachte. Das wird dann alles entsprechend noch präzisiert. Mit Photovoltaikanlage könnte man überlegen, den Raum noch um 1 Quadratmeter zu vergrößern. Solche kleinen Änderungen sind meist völlig ohne Aufpreis möglich. Hier zum Abschluss nochmal zusammenfassend wichtige Stichworte zur Standardausstattung des Hauses. Wir haben ein Effizienzhaus 40, Aluminium-Haustüre, zentrale Lüftungsanlage, Fußbodenheizung im ganzen Haus, Rollläden aus Aluminium mit Elektroantrieb, Wände verspachtelt, geschliffen in Q2 und geweißelt, Luftwasserwärmepumpe von Weiland mit 190 Liter Warmwasserspeicher. Wir haben Keramundo-Fliesen in Nassbereichen, so wie hier im Bad, WC und Eingangsbereich und Kindl-Laminatboden
den haben wir hier auch in der Visualisierung schon mit eingebaut. Mit meinem Grundrissservice habt ihr von Anfang an Planungssicherheit, eine 360-Grad-Tour in 3D wie diese eröffnet die Möglichkeit, das Haus bereits im Vorfeld interaktiv zu erleben und ein realistisches Gefühl dafür zu bekommen, wie ihr es nach dem Einzug vorfinden werdet. Infos dazu findet ihr auf meiner Webseite. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Probiert sie einfach selber mal aus. Das ist völlig kostenlos. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.